Hallo, mein lieber Krebs, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön, seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Krebs. Lieber Krebs, heute schauen wir uns die Karten an für die aktuellen Energien. Wir schauen uns an, was gesehen und gehört werden muss. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Verborgenen und ist dir vielleicht nicht so sehr bewusst. Lieber Krebs, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle zutreffen. Nimm nur das, was zu dir gehört, also biege nichts zurecht. Vertrau deiner inneren Stimme, sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Lieber Krebs, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer auf meiner Website, die habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Dort findest du auch die Verlinkungen zu meinen anderen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel den Link zu meinem zweiten YouTube-Kanal. Darfst du gerne mal reinschauen und mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, aber dann würde ich sagen, fangen wir doch an. Lieber Krebs, was musst du wissen? Wunder. Wenn du die Hoffnung schon aufgegeben hast, fügt sich etwas. Das kann sein, wenn du das Gefühl hast, du findest keine Liebe, dass sie plötzlich in dein Leben kommt, oder auch beruflich gesehen, wenn du das Gefühl hast, es kommt einfach nichts, kommt es doch. Plötzlich und unerwartet wird dich etwas erreichen, lieber Krebs. Schauen wir mal weiter. Was musst du sonst noch wissen? Krebs. Ass der Emotion. Ass der Emotion. Dieser Schutzengel kündigt an, dass dir eine wundervolle neue emotionale Erfahrung bevorsteht. Vielleicht wirst du jemanden begegnen, der dein Herz in Aufruhr versetzt, oder deine gegenwärtige Beziehung wird zu neuem Leben erwachen. Möglich ist auch, dass deine intuitiven Fähigkeiten dank deines offenen Herzens in hohem Maße gesteigert wird. Oh. Verlier also nicht die Hoffnung. Hier kommt etwas Großes. Etwas erwartet dich, wenn du das Herzchakra offen lässt. Sei das beruflich gesehen oder beziehungstechnisch. Schauen wir mal, was ist dein Fokus oder solltest du auflösen mit dem großen Arkana? Krebs, bitte. Der Wagen, deine Karte. Der Wagen, auch ein Symbol für Vorwärtsgehen. Schnell vorwärtsgehen. Nicht einfach rumsitzen und nichts machen und jammern und das ist schlecht und das ist schlecht und das passt nicht und das. Aufhören, Leben in die Hand nehmen und so gestalten, wie du es möchtest. Weil nur mit Jammern passiert eben nichts. Einige sollten vielleicht auch Thema Umzug, falls du schon länger mit dem Gedanken spielst, oder die Klarheit kommt auf einer Reise. Dass dort wirklich bei einer Reise so ein bisschen diese Klarheit kommt, wo die Richtung hingehen soll. Aber dein Hauptfokus soll wirklich darin liegen, vorwärts zu gehen. Aber nicht mit einem verkrampften Vorwärtsgehen, das sich so nach Schwere anfühlt, sondern einfach vorwärts gehen, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Aber nicht stehen bleiben. Wenn du dir bewusst sagst, du brauchst eine Pause, dann ist das eine bewusste Entscheidung und dann ist das völlig okay. Aber nicht einfach dich selbst blockieren, das meine ich damit. Schauen wir mal, lieber Krebs, was kommt sonst noch? Bube der Kelche, etwas Neues kommt auf dich zu, könnte eine neue Liebe sein,
eine neue Idee? Wir haben 7 der Stäbe. Der Wagen und 7 der Kelche. 7 der Stäbe, du wirst wirklich konfrontiert mit dir selbst. Wo sind deine Grenzen? Wo ist deine Komfortzone? Wo blockst du dich selbst? Weil ich sehe hier auch ein bisschen ängstlich sein, neue Dinge nicht zu getrauen, vielleicht auch Mühe haben, über sich hinaus zu wachsen und vielleicht auch ein innerer Konflikt hier. Also du wirst mit deinen Schattenthemen, habe ich das Gefühl, ganz stark konfrontiert werden. Kann auch sein, dass du dich bezüglich einer Person etwas wehren musst, weil dich jemand verbiegen möchte oder jemand möchte nicht akzeptieren, so wie du bist. Und da liegt es an dir. Kannst du dein wahres Selbst zeigen oder möchtest du lieber so ein bisschen verbiegen, damit es den anderen passt? Ich sehe hier auch schon wieder den Wagen, Krebsenergie. Vielleicht hast du es mit einem Krebs zu tun, wirst du einem Krebs begegnen oder auf einer Reise könntest du jemand begegnen. Oder diese Reise ist wie der Schlüsselmoment, wo du, also muss nicht eine physische Reise sein, kann auch eine mentale Reise sein, dass du jetzt sagst, jetzt gehe ich vorwärts. Und viele, viele Optionen sehe ich hier. Auch wenn du Online-Dating machst, könntest du extrem viele Menschen anziehen mit deiner Energie. Du musst einfach schauen, dass du den Überblick behältst. Oder auch geschäftlich, im Beruf, sehe ich hier ganz viele Möglichkeiten, vor allem ganz, ganz viele Ideen kommen auf dich zu. Schauen wir mal genauer rein. Ja, hier liegt der Selbstzweifel. Du blockst dich selbst, könnte bezüglich eines Luft- oder eines Erdzeichens sein. Du bist nicht sicher, ob du vielleicht ein Thema loslassen sollst oder eine Person. Aber du triffst eine Entscheidung oder die Person trifft eine Entscheidung. Ich habe auch das Gefühl, vor allem mit 2 der Kelche und hier Bube der Kelche, du entscheidest dich für die Liebe oder für eine Herzensangelegenheit. Kann sein, dass hier ein Vertrag kommt, könnte auch im Ausland sein oder nicht unbedingt dort, wo du lebst, vielleicht etwas weiter weg. Oder du könntest jemand begegnen, der nicht so nahe wohnt bei dir. Könnte eine neue Liebe sein. Ganz, ganz stark Wasserenergie und Luft. Warum 7 der Kelche? Ja, der Turm und König der Kelche. Ich habe auch das Gefühl, mit 7 der Kelche, du hast so viele Ideen und so viele Möglichkeiten und einige der Ideen oder Möglichkeiten sind aber ohne Basis. Da musst du ganz, ganz ehrlich sein zu dir selbst. Weil das siehst du eigentlich, wenn du dir selbst keine Illusionen machst. Ich sehe hier gewisse Menschen, die dir begegnen oder gewisse Ideen haben, null Basis. Und das ist so offensichtlich, aber du bist wie in einem Rausch, dass du das vielleicht nicht sehen könntest. Da musst du ganz ehrlich sein. Das ist wie zum Beispiel, wenn du dir von Herzen Kinder wünschst und du begegnest jemandem und der für ihn ist klar oder für sie ist klar, Kinder, no go. Dann hast du schon deine Antwort. Dann musst du nicht zusammenbiegen, ja, vielleicht doch, vielleicht kann ich überreden, ja, das ändert sich sicher. Nein, sei ehrlich zu dir selbst. Das passt ja nicht. Da wird nur passend gemacht, krampfhaft aber, im Kopf, oder? Das meine ich mit fehlender Basis. Es ist etwas, was offensichtlich ist, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und nicht einfach nur schön redest und verbiegst, auch im Beruf.
Weil hier sehe ich auch wieder auf der anderen Seite König der Kelch, also stark Wasserenergie. Jemand, der sehr gefühlvoll ist, könntest du begegnen. Und hier ist etwas Echtes. Unter den Sieben der Kelch ist etwas ganz Wertvolles und Echtes verborgen. Was authentisch ist und ehrlich. Kann aber sein, vor allem weil daneben Vier der Kelche ist, dass du nicht sicher bist, ob diese Person ernst meint. Könnte auch eine Entschuldigung sein oder ein Angebot. Aber du bist dir vielleicht nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber bleib einfach bei der Realität, so wie es ist. Ist deine Basis, decken sich meine Bedürfnisse, meine Wünsche mit den Wünschen von dem Gegenüber und nicht passend machen. Das sind halt einfach so, auch wenn es sich nach Kleinigkeiten anhört, aber das ist das Fundament. Und wenn das nicht passt, dann schreit alles nach Horrorbeziehung, Horroridee. Also, weißt du, wie ich meine? Da musst du wirklich ehrlich sein. Schauen wir mal, was ist der Rat der Karten? Krebs. Bube der Stäbe, spring über deinen Schatten, wage Dinge, die du noch nie gewagt hast. 9 der Kelche, 4 der Kelche und 9 der Schwerter. 9 der Kelche, verfolge deinen Wunsch. Behalte es immer im Kopf. Was wünschst du dir, auch wenn du jemanden kennenlernst oder du gerade in einer Verbindung bist? Überlege dir, passt das wirklich zu deinem Wunsch? Ist das dein Wunsch? Und nicht passend machen, ganz wichtig. So wie es jetzt ist in der Realität. Auch im Beruf. Und nicht irgendwie noch was dazu dichten. Ja, das kommt dann schon. Ich werde dann befördert. Aber eigentlich hat es dir noch nie jemand gesagt. Aber du interpretierst das selbst. Verfolge deinen Wunsch. Frag dich immer, ist das der Weg zum Glück? Und eben nicht, ja, wenn das und das passiert, dann ja und so und so. Mm-mm. Ich wiederhole das so oft, weil ich weiß, dass Krebse, generell Wasserzeichen, unglaublich stark dazu neigen. Die können manchmal in so eine Illusionswelt abtauchen und sehen wirklich das Potenzial. Aber leider ist das Potenzial leider nicht immer die Realität. Darum ist es wichtig, um dich zu schützen, dass du auch in der Realität bleibst. Hier 4 der Kelche. Schon wieder, schau genau hin. Könnte jemand deinen Weg kreuzen oder eine Chance, die viel, viel wichtiger sein könnte, als du denkst? Es ist keine Liebe auf den ersten Blick. Aber daraus könnte eine unglaublich große Liebe entstehen. Aber es ist keine Liebe auf den ersten Blick. Und es ist auch kein Feuerwerk auf dem ersten Blick. Aber vielleicht beim dritten Blick. Nicht vorurteilen, schau genau hin. 9 der Schwerter sind wirklich diese Selbstzweifel, Ängste, Zweifel an sich selbst, ob du vielleicht gut genug bist, ob du das kannst, ob es überhaupt Sinn macht. Nicht im Selbstmitleid bleiben, sondern deinen Wert anerkennen, unbedingt. Wie sollen andere Menschen deinen Wert anerkennen, wenn es du nicht mal selbst kannst? Weißt du, wie ich meine? Darum ganz wichtig, lass nicht die Angst dein Leben steuern. Du darfst Angst haben, man hat immer Angst im Leben, das ist normal. Aber du musst die Angst im Griff haben. Das ist das Ziel. Und nicht umgekehrt, dass die Angst dich im Griff hat. Was liegt im Schattenkrebs und ist dir nicht bewusst? Der Magier, starke Manifestationskraft. Ui, 5 der Schwerter, 8
Ritterschwerter und Asterschwerter. Uff. Merkst du, dass du dich selbst sabotierst, weil es liegt im Schatten? Selbstsabotage, Maske anlegen, um anderen zu gefallen. Das liegt in deinem Schatten. Vielleicht ist dir gar nicht bewusst. Kann auch sein, dass du das nur mit bei einer Person machst. Fünfter Schwerter, sich selbst anlügen, auch Maske anlegen, vielleicht auch aus Trotz manchmal handeln. Ganz wichtig, löse diese Energie auf, sei ehrlich zu dir selbst. Versuche auch Stück für Stück die Maske abzulegen, falls das dein Thema ist. Ich sehe hier auch Achter Schwerter, Blockaden. Also ich sage immer, das ist so eine Energie, du gehst freiwillig in den Käfig hinein und bleibst dort sitzen, obwohl der Käfig gar nicht abgeschlossen ist. Tust du aber so, als wärst du gefangen, als wäre es, gäbe es keine Lösung, keinen Ausweg. Aber eben der Käfig ist offen. Du machst dir selbst die Blockaden. Vielleicht ist nicht unbedingt, vielleicht suchst du eben unbewusst extra den Weg, dort, wo die Blockaden sind, die Hindernisse. Versuch wirklich deinen Blick etwas zu erweitern, über den Tellerrand zu blicken. Suche Lösungen und nicht nach Hindernissen unbedingt. Das passiert oft im Unbewussten, oder? Das macht man nicht extra natürlich. Das ist so ein bisschen Selbstschutz, weil man vielleicht Angst hat. Hier auch Ass der Schwerter. Du hast eine Chance für deine innere Klarheit, für Antworten zu bekommen. Alle Antworten, die wichtig sind, ganz wichtig, weil Wasserzeichen neigen auch dazu zu zerdenken, ins Unendliche zu zerdenken. Ja, und dann bleiben sie stehen und kommen nicht vorwärts im Leben, weil sie eben zerdenken, ins Unendliche zerdenken und am Schluss, ja, wissen sie trotzdem nicht mehr. Darum ganz wichtig, wenn die Chance kommt, die Energie von Aster Schwerter, nimm sie an. Das ist für reinen Tisch, innere Klarheit, innere Ruhe, weil du die Antworten, die du brauchst, hast oder bekommst. Ja, mein lieber Krebs, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.